Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands The Presequel. Ja, wir haben beim letzten Mal. Naja, eigentlich wollte ich die Hauptquest weitermachen und wurde dann irgendwie doch wieder durch Sidequests abgelenkt und, naja, genau die mache ich jetzt gerade. Ich hatte nach dem letzten Mal die Aufnahmesession beendet, das Spiel auch beendet, deswegen muss ich jetzt eine Quest nochmal teilweise nachholen, weil wir die nicht abgeschlossen hatten, nämlich die mit den Loadern. Bin ich gerade dabei. Kann schon weitermachen und habe jetzt auch gerade bei der Gelegenheit. Zack, hier schon wieder ein neues Beweismaterial gefunden. Wir haben einen Erkundungstrupp von der Helios aufgegriffen. Es muss etwas geschehen. Dieser Mann hat offenbar viel Geld zur Verfügung. Er ist entschlossen und noch schlimmer, ehrgeizig. Und ein Arsch hat sie noch vergessen. Wir brauchen noch mehr. Mach weiter. So, und wie man vielleicht gerade schon bemerkt, ich habe. So ein Mist habe ich keine Zeit. Töte die Kuriere schnell, bevor sie irgendwo unterkriechen können. Habe ich jetzt Zeitlimit dabei oder was? Das geht jetzt gerade nicht. Wie man vielleicht gerade schon bemerkt, ich habe eine andere Waffe. Ich hatte vorhin nämlich, glaube ich, keine Schockwaffe dabei. Ich war nämlich, als ich gerade versucht hatte, die. Alter, was ist das? Also, als ich gerade versucht hatte, die Mission nochmal neu zu machen, bin ich mich erstmal schön verreckt und dachte mir so. Ja, bin verreckt, weil ich vor allem überhaupt keinen Schaden an den Gegnern mache. Aber das könnte man ja vielleicht mal ändern. Ups, na. Und ja, das ist dann aber gar nicht so schwer. Ich bin jetzt nämlich einfach wieder zurückgegangen und habe die Kiste noch ein paar Mal aufgemacht. Und das richtig Nice daran ist, die Waffe, die ich hier gerade habe, die habe ich nicht aus der Kiste bekommen, die habe ich dann nämlich aus dem Grinder bekommen. Das ist nämlich eine weitere Legi. Sogar mit Schock, finde ich ziemlich nice. Und die macht halt ungefähr doppelt so viel Schaden wie die alte Waffe. Hier das gleiche, die Waffe, die wir hier vorher hatten, die hat, ich glaube, 60 Schaden gemacht. Die macht jetzt 192. Das ist ein dezentes Upgrade. Der Frostlaser ist geblieben. Der ist halt immer noch eine gute Waffe. Was mich natürlich freut. Die ist ganz witzig. Ich meine, das ist wie eine Teleor, okay. Der Effekt ist, dass sie die Teleor-Waffen explodieren beim Wegwerfen. Lass einfach zum Testen das neue Programm auf dem Loader laufen. Der soll jetzt mal zeigen, was er drauf hat. Aber jetzt, da die KI im System ist, kann ich jederzeit am Code rumdoktern. Sämtliche Bots in der Gegend sollten eine weniger dämliche Version dieses Programms haben. Aktiviere ein paar, dann sollten sie was Hammerartiges machen. Der Effekt der Waffe ist, dass sie beim Wegwerfen dann halt explodiert, sich in zwei Waffen dabei teilt und dann nochmal explodiert. An sich ganz nett. Jetzt gucke ich mal schnell hier. Hier weg zum Code. Wo kommt das Ding her? Egal. Wir haben eine Waffe auf der Helios entdeckt. Einen Laser mit unvorstellbarer Feuerkraft. Als Reaktion auf Hyperions Gier und Ignoranz werden wir tun, was getan werden muss. Heute Abend erobern wir die Helios. Pandoras Mond wird fallen. Prima. Geh zum schwarzen Brett und lade hoch, was du gefunden hast. Wenn das alles hier vorbei ist, kann Jack von Glück reden, wenn er Hyperion nicht mit einer Schusswunde in der Brust verlässt. So übel scheinen die gar nicht zu sein. Klappe, was weißt du denn schon? Bring sie her. Okay. So. Ach stimmt, da ist noch einer. In Ordnung. Dann gucken wir mal. Also das ganze Spiel ist ja schnell. Ich habe vergessen, ich habe noch ein Schild. Das war glaube ich nur ein Nova-Schild. Genau. Also ich glaube, dass dieser Abschnitt des Spiels jetzt deutlich einfacher sein wird, weil ich halt endlich mal Waffen habe, die Schaden machen. Das war ja vorher wirklich ein kleines Problem. Ups, noch nicht hin. Dass ich halt einfach nur Schaden gemacht habe mit. Ups, falscher Knopf. Ja, was? Dass ich nur Schaden gemacht habe mit dem Raketenwerfer. Was halt irgendwie ein bisschen. Das ist natürlich schön, dass der Schaden macht, aber wenn es die einzige Waffe ist, ist das nicht gut. Frost Sniper. Sniper bin ich noch am Überlegen. Vielleicht packe ich mir echt mal eins ein. Der explodiert jetzt nicht. Seltsam. Naja, aktivieren wir noch die weiteren. Also unter mir. Hier ist einer. Zack. Und hier drüben ist eine Lauskarte. Nee. Was?
ist der Loader? Hier ist kein Loader. Hier drunter? Hä? Okay, hier drunter, aber nicht ganz unten. Und dann... Ah, da. Tag, den Kumpel. So. Wunderbar. Wo ist die Quelle? Die ist da hinten. Ich glaube, ich weiß, welche Quest das ist. Das lasse ich jetzt aber stattdessen... Gucken wir uns mal hier rum. Ich glaube, ich werde die anderen jetzt auch nicht abgeben. Es sei denn, ich muss vielleicht nochmal irgendwie hoch zu Jack oder so. Der große Reaktor. Greif auf das System zu. Dann wird dem Kraftfeld Energie entzogen. Aber Vorsicht. Ich habe das Gefühl, das wird... heftig. Ich werde die Energie jetzt nicht abgeben. Ich werde sowieso nochmal zurückkommen müssen wegen der anderen Quest. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen vorankommen wieder. Okay, warte. Dieser Reaktor hat eine massive Ladung. Wird ihm die entzogen, was das mit dem Kraftfeld? Du wirst den Laserkern niemals erreichen! Soldaten, Feuer! Es wird schwächer. Halt die Stellung, bis es ganz aus ist und verhindere, dass die es wieder hochfahren. Okay, dafür habe ich Schneebälle. Zack. Das dauert ja ewig. Lilith, Roland, die Stromrelais versorgen den Reaktor mit Energie. Zerstört sie! Keine Ahnung, was das heißt, aber wir ballern einfach mal rum. Sehr gute Methode. Keine Ahnung, was du meinst, aber ich schieß mal drauf los. Ich will hier rein. Roland, Lilith, ihr müsst den Weg frei machen, sonst ist hier der Teufel los. Wir arbeiten dran. Außerdem hat sie das schon gesagt. Ich weiß, was sie gesagt hat. Macht hin! Wir stoßen auf heftige Gegenwehr. Das wird etwas dauern. Du bleibst ja wunderschön stehen hier. Mal sehen, was die neue Core-Waffe so drauf hat. Oh, ja, das ist Schaden, den ich gern sehe. Ich muss tatsächlich sagen, ich möchte eigentlich jetzt bald auch... So, ich kann mich kaum bewegen hier, was ist los? Hä? Was war das? Ich hing halt irgendwie fest. Jetzt... Oh. Jetzt hauen die Arschlöcher wieder ab, oder was? Und da ist eine Kante im Weg. Ey, ich habe doch über die Kante drüber geschossen. Wieso habe ich die Kante getroffen dann? Oh, dämliche Scheiße. Das war bescheuert. Ich hasse es halt immer noch. Das ist das Allerschlimmste für mich, wenn die Gegner abhauen. Umhauen und dann abhauen. Deswegen werde ich sie jetzt kaputt hauen. Ich bin ja unterwegs, Mox. Ich kann die Energieversorgung für die Sicherheitskraftfelder nicht finden. Wir... Das Ding hier sieht wichtig aus. Ich jag's in die Luft. Ich bin ein Genie. Ja. Ich merke echt, wie lange das dauert. Das ist ja unglaublich. Und was ich eigentlich sagen wollte, ich will eigentlich demnächst nochmal den Laser entfernen. Ich brauche natürlich erstmal eine bessere Waffe, damit es sich lohnt. Einfach aus dem Grund, dass ich ja bald, ich muss mal gucken, wie lange noch? Übernächstes Level? Ah, ne, so noch ein bisschen länger, okay. Weil wenn ich das hier habe, brauche ich ja quasi keine Kryo-Waffen mehr. Oh, zumindest sind sie dann eigentlich ziemlich überflüssig, glaube ich. Gut 5% erstmal, aber... Achso, für Kryo-Waffen auch erhöht. Ja gut, egal. Wenn ich den Skill habe, würde ich die Kryo-Waffen, glaube ich, auch loswerden. Wird sogar eigentlich relativ gut. Und, was steht dabei? Mit welchen? Feuerschock-Korrosion. Hm. Gut, Feuer nutze ich nicht. Den da ist das eigentlich auch wieder ein bisschen Quatsch. So. Zack. So ein Sack. Ja, komm, Laser. Ein bisschen schneller, bitte. Energiequelle abschalten. Durch Energiequelle. Ist schon schön, das Spawn scheinbar jetzt auch keine Gegner mehr nach.
ist Heilung, das nehme ich doch gerne. Heilung, wunderbar, genau was ich gerade nicht brauche. Läuft doch alles ganz gut, bis auf die Tatsache, dass es irgendwie ganz schön lange dauert. Ernsthaft, es spawnen schon keine Gegner mehr nach, dann kann das jetzt ruhig langsam mal fertig sein. Wenn ich bedenke, dass hier... Kraftfeldenergie bei 9%. Kraftfeld deaktiviert. Der Weg zum Laser ist frei. Ich komme runter. Wenn ich gerade bedenke, dass man zu viert die Gegner vielleicht sogar noch, also noch deutlich schneller erledigen kann, dann steht man doch da die ganze Zeit nur rum. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Also entweder, dass es schneller geht. Oder dass mehr Gegner spawnen. Los geht's. Sonst wird einem ja noch langweilig. So, hier jetzt noch mehr Heilung. Nö, Heilung. Wenn dann brauche ich, glaube ich, Munition, aber auch da sieht es gerade ganz gut aus. Ja, wir müssen hier durch. Das ist doch Mist. Das ist eine elektrische Konvergenz. Kacke. Ich keine Rolle. Warte einfach, bis der Laser feuert und renn dann erst durch. Oh. Warten? Als ob. Jetzt los, ja Jack, ich respawn gerade noch. Moment, du musst warten, bis er wieder feuert. Wenn Saint meine Schilder generiert und ich dann renne. Warte noch. Jetzt, los. Na gut. Wäre jetzt natürlich interessant, wenn Saint die Schilder wieder... lädt nur die das Leben wieder auf, glaube ich. Der bessere Laser würde es nicht brauchen. Oder sie hätten sich wie eine riesige Todesfalle gebaut. Waffen, Waffen, Waffen. Bis später, Kammerjäger. Irgendwas, was ich brauche, ja komm, einen davon nehmen wir mit. Verfluchter! War ja klar, von der anderen Seite abgeschossen. Danke, Sapedan! Wir müssen leider außen rum. Nehmen wir den Lift nach oben. Dann mach die Tür auf. Kann ich Jack hier einfach hier unten lassen? Offenbar schon. Natürlich, er wartet. Oh, ich glaube, hier nimmt dann was. Naja, das sah schon so aus wie ein Boss-Fight-Raum. Ach, das ist sogar Sache dann selbst. Na, wie freundlich. Nehmen wir die einfache Methode. Oh, das macht jetzt nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hätte. Aber kurz nachladen. Wieso kriegt sie. Ich muss euch wieder überlegen. Wieso kriegt sie nochmal Koro-Schaden? Ach ja, Wolf. Das war nicht leicht, was? Doch. Mann, bin ich froh, dass dieses Arschloch tot ist. Lass mich kurz zu Atem kommen und dann. Dann deaktivieren wir den Laser. Ich habe so meine Zweifel, dass sie wirklich tot ist, aber gut. Also, das ist Jack. Schon mal Jack umlegen, dann sparen wir uns Borderlands 2. Ich glaube, eigentlich hätte man sie halt mehr damit kaputt machen sollen, aber hey. Tolle Panzerfaust. Die lebt immer noch, überrascht mich nicht, aber wo? Achso. Moment. Kämpfen wir jetzt nochmal gegen sie? Und legen sie echt schon um? Keine Ahnung. Zumindest sind ihre Schilde ziemlich schnell runtergegangen. Diesmal machen sie mal ohne die Panzerfaust. Versuchen sie einzufrieren. Nee, die Waffe. Ich könnte versuchen, sie anzufinden, wenn ich sie denn sehen könnte. Wieder
ist Sarpy denn da hinten? Da lohnt es sich, dass man sie einfrieren kann. Das wird der Kampf vielleicht ein bisschen zu einfach machen. Feuer einstellen! Ich bin noch nicht fertig mit dir. Es ist unwichtig, was heute geschieht. Dein Fall wird kommen. Ja, ja, schön. Wo ist die Kammer? Versteckt unter einem Haufen Chemieabfälle. Ich habe gesehen, was drin ist. Du kannst nicht... Oh, Moment. Du hast reingesehen? Die Kammer ist offen? Du musst umkehren. Die Macht in dieser Kammer wird eine Kette von Ereignissen lostreten, die... Schnarch. Die Kammer ist also offen, ja? Cool. Nun zu diesem Laserkern. Okay. Jack hat sie umgelegt. Demnach ist sie auf jeden Fall endgültig tot. Das ist überraschend. Wieso läuft da lila so Post hier raus? Und rechts den Haaren sieht cool aus. Sie hat mal was gedroppt. Das muss ich mir natürlich vorher ansehen. Hm. Schon wieder. Okay, ist aber nur ein pinker Skin. Und der ist legendär. Das ist ja großartig. Wahrscheinlich droppt sie den immer, weil es hat mich jetzt schon wieder was Legendäres. Bald ist unser gesamter Ausrüstung legendär. Wäre eigentlich mal ein geiles Ziel, das zu schaffen, aber da muss man schon ziemlich Glück haben. Entweder mit dem Wandler viel Glück, weil man da die ganzen legendären Sachen rauskriegt, oder aber so viel Glück, dass die Gegner den ganzen Kram immer droppen. Beides nicht unbedingt wahrscheinlich. Muni wieder ein bisschen auftanken. Und hier hin nochmal. Ja. Das gehen, wenn er feuert. Aus offensichtlichen Gründen. Mhm. Das erinnert mich gerade ziemlich an Star Wars The Force Unleashed. Im Todesstern konnte man ja immer schön die Sturmtruppen einfach in den Laser halten. Das hat Spaß gemacht. Na gut. Was haben wir hier? Nix. Vielleicht der Ausgang. Ja, sieht aus, als wäre dann eine Übergang. Also. Und hier spielt sich der ganze Zauber ab. Verdammt, was ist das? Das hier speist das Auge der Helios. Es ist der Kern dieser ganzen Waffe. Wie konnte das Ding überhaupt so viel Energie generieren? Kommt her, ich zeig's euch. Ich wollte fragen, wie komme ich da hin? Ich muss ja wohl da hoch. Sobald wir dieses Baby wieder unter Kontrolle haben, kann ich ganze Banditencamps auslöschen. Mit null eigenen Verlusten. Oh, klingt toll, oder? Ja, ganz toll. Was haben wir denn hier? Hallo Schätzchen, bist du da drin? Was zum Teufel? Ist das etwa? Das Auge der Helios. Naja, eigentlich das Auge des Zerstörers. Dieser Kreatur auf der Cover. Aber ich hab's an meinen Laser gehängt, um seine Kraft um das Zehnfache zu steigern. Weil ich so super bin. Du hast das Auge des Zerstörers zur Waffe gemacht? Ist so intelligent eigentlich. Das war's bereits. Alle eridianischen Artefakte sind Waffen. Ich hab nur gecheckt, wie es funktioniert. Okay, wie schalten wir das Ding ab? Vorsicht! Selbst ohne das Auge ist dieser Reaktortyp extrem instabil. Du fütterst ihn mit etwas, das seine Kraft noch verstärkt, oder? Abfälle aus der Iridium-Raffinierung. Manche Wissenschaftler nennen es Slack. Okay, tu genau, was ich dir sage. Dann kann nichts schiefgehen. Bring drei der Flussregler in die Hauptposition und kehre das Energiedifferential um. Drück das Dings, bis du lila siehst, und dann drück das Dings nochmal. Sag's doch gleich. Ist irgendwas mit dem Auge? Max, ich gebe dem Auge immer nur ein klein wenig Slack auf einmal. Bist du sicher, dass... Es schadet dem Augapfel nicht. Vertrau mir, Sugar.
bis lila ist und nochmal. Ups. Ja, ich merk's. Wenn der Laser von diesem Slag gespeist wird, müssen wir so viel wie möglich davon zurück ins Auge leiten. Der Energieüberschuss wird eine Sicherung auslösen und dann können wir alles deaktivieren. Das wird dem Auge nicht gefallen, aber es wird nicht beschädigt, Schätzchen. Ist das Ding jetzt ein Schwarzlochfischer? Und nochmal. Genau wie ich sagte, die Sicherung ist ausgelöst. Wir können rebooten und dann gehorcht der Laser dir. Okay. Klingt ja eigentlich ganz einfach. Das machen wir auch heute noch eben. Ist ja wahrscheinlich wieder mal nur einen Knopf drücken. Oh, ich wollte sagen, ist das eigentlich eine Kiste? Ja, aber... Nicht den Schalter drücken! Was ist denn? Wenn sich das Auge während des Reboots komisch verhält, will ich nicht in der Nähe sein. Dank der Sicherung kann nicht viel passieren, außer dass es sich abschaltet. Na, ich stimme zu, nicht zuzustimmen. Los, zurück zur Kommandozentrale. Jetzt, wo die Sapenudel tot ist, kann ich den Laser auch von dort aus rebooten. Dann machen wir es halt nicht mehr heute. Okay. Ich würde mal sagen... Genau, beim nächsten Mal dann gehen wir zurück zur Kommandozentrale und starten den Laser neu und dann vernichten wir wahrscheinlich einmal ganz Pandora, weil keine Ahnung, irgendwas schief geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.